Yo, Spacey hat so einen neuen Song hochgeladen. Das ganze Feat No Lia. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. Sanduhr heißt das ganze 4K-Video. Ich habe mir das Ganze schon einmal angeguckt. Wir können uns zusammen anschauen. Es sind ein paar geile Effekte dabei, die ich übertrieben feiere. Karriere war am 23.06. Ich weiß nicht, ob der jetzt so eine Rap-Karriere starten will oder so. Der lädt gar keine Reactions mehr hoch. Wir gönnen uns einfach mal das Video. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Das T-Shirt habe ich auch von Adidas, aber in weiß. Ja, ist eigentlich ganz nice. Seit sie ist ein Teufel, ich habe wieder diese Panik und wieder weiß ich nicht, ob das sie klappt und ich zweifle schon wieder. Da ist zum Beispiel ein Effekt, den ich übertrieben feiere. Ich weiß nicht, wie man das macht. Man trackt die Jacke oder so. Und ja, keine Ahnung. Legt einen Effekt drüber. Twitch oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich weiß, dass alles bald betäubt ist. Und ja, die Zeit, sie ist ein Teufel. Warte, ah ja, jetzt kommt der Effekt sowieso nochmal. Ich find's geil. Ich habe wieder diese Panik und wieder weiß ich nicht, ob das hier klappt und ich zweifle schon wieder. Eventuell hat er da auch den weißen Hintergrund gewählt. Oder ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, dass es auch besser funktioniert mit dem Tracken. Könnte sein, keine Ahnung. Ja, so Greenscreen-mäßig. 20 Jahre schon geträumt, doch noch nichts erledigt. Ja, ich fühle mich gefangen, will aus dem Käfig. Nein, ich. Hier auch das gleiche mit dem Himmel gemacht. Finde ich auch geil. So, ja, an Neptun-Style angelehnt, den Effekt über den Himmel gelegt haben. Ist schon geil. Will aus dem Käfig. Nein, ich weiß nicht, ob es klappt. Bitte sag es mir. Bitte nimm mir diese Angst, ich schieb Panik hier. Wenn ich wüsste, dass es funktioniert, dann wär ich tief in Entspannung, wie beim Meditieren, sag ich dir. Wenn ich wüsste, dass. Also der Song, der ist geil. Also den fand ich übertrieben. Ja, ich habe mir ein, zwei andere angehört oder so, die fand ich jetzt nicht so. Da war seine Stimme auch nicht gut. Hier passt alles eigentlich. Finde ich ganz geil. Schauen wir mal kurz in die Kommentare rein, was sie geschrieben haben. Respekt bisher meiner Meinung nach der beste Track. Würde ich auch sagen, ja. Sanduhr und Tiffany immer noch ganz anderes Level. Ich denke, das sind seine zwei besten Lieder. Der hat auch ein paar Lieder, die, ja. Da passt seine Stimme einfach nicht so. Die fand ich jetzt nicht so, aber der Song ist auf jeden Fall geil. Und Tiffany habe ich mir auch einmal angehört. Der ist eigentlich auch okay. Ich mal kapieren, dann könnte ich schlafen wie ein Engel. Doch der Teufel hier, sag ich dir. Keine Zeit, kein Geld, nur Tragik ich. Merk, dass alles hier viel zu kostbar ist. Nur Stress, nur Neid, nur Zweifel ich. Merk, dass Zeit so ein teuflisches Werkzeug ist. Ich frage mich, wo das Video gedreht wurde. Eigentlich ganz geil. Keine Ahnung. Und die Sanduhr läuft ab. Die Zeit wird nun knapp, doch ich bleibe jetzt wach. Eines Tages Charts, Bro, wir haben's geschafft. Sagt, wer macht Auge? Ja, wer hat gelacht? Wer hat Die gelacht? Sanduhr läuft jetzt. Ich weiß, dass alles bald betäubt ist. Und ja, die Zeit, sie ist ein Teufel. Ich habe wieder diese Panik und wieder weiß ich nicht, ob das sie klappt und ich zweifle schon wieder. Die Sanduhr läuft jetzt, ich weiß, dass alles bald betäubt ist. Und ja, die Zeit, sie ist ein Teufel. Ich habe wieder diese Panik und wieder weiß ich nicht, ob das sie klappt und ich zweifle schon wieder. Ja, die Zeit läuft. Also der Beat ist auch gut. Also dann die echt einen guten Beat gewählt. Feier ich echt. Alles geht vorbei, gestern da, heute hier, morgen überall. Ich bin nicht dein Freund, weiß nicht, was du meinst. Gestern drauf, heute auch, morgen wieder hi. Nicht normal, hab nen Vertrag mit diesem Teufel. Merk dir nicht mein Name, merk dir meine Worte. Sag, wann willst du es denn schaffen, wenn nicht heute? Wir leben jetzt und wir werden nichts bereuen. Und ja, Mann, ich schau auf die Uhr, es ist schon wieder zu spät. Ja, Mann, ich find keine Ruhe, weil das halt niemals mehr geht. Ja, wir haben keine Zeit, wegen dem Hate, ihr wisst Bescheid. Space und Leier werden reich, alle Ketten voller, als ob ich drauf hör. Wenn ihr mir sagt, ich sollte besser mit dieser Scheiße aufhören.
diese Scheiße hier, weil die gesamte Szene laut hört. Doch sie ist laut hören und niemals wieder aufhört. Also der Song ist echt gut. Ich frag mich, wer den Beat gemacht hat. Vielleicht steht es in der Videobeschreibung. Guck mal kurz rein. Beat. Hier, Buffer Beats auf YouTube. Also der hat es von dem. Okay, wer hat es gemixt, gemastert? Ich weiß nicht, ob die das selber machen. Ah, hier, Mix and Mastering, Nolia. Okay, krass, also die machen es selber. Finde ich gut, finde ich gut. Die haben es auf jeden Fall gut bearbeitet. Okay, schauen wir kurz in den Beat rein. Also da haben die doch was ganz Geiles eigentlich aus dem Beat gezaubert. Die Sand so läuft jetzt, ich weiß, dass alles bald betäubt ist. Und ja, die Zeit, sie ist ein Teufel. Ich habe wieder diese Panik und wieder weiß ich nicht, ob das hier klappt. Und ich zweifle schon wieder. Und die Sandtour läuft ab, die Zeit wird nur knapp, doch ich bleibe jetzt wach. Eines Tages Charts, Bro, wir haben's geschafft. Sagt, wer macht Auge, ja, wer hat gelacht, wer hat gelacht. Also Musikvideo ist echt gut gemacht. Ich frag mich, ob die das Ganze mit FL Studio machen oder ob die ein anderes Programm dafür haben. Konnte ich jetzt hier gar nicht so erkennen. Die Sandtour läuft. Okay. Also, auf jeden Fall geiles Video. Könnt ihr abchecken. Das Ganze gibt es auch auf Spotify und so, wenn ihr euch das Ganze geben wollt. Ansonsten, ja, Video bei Kameja Cuts. Video ist echt gut gemacht. Also, der ist auf jeden Fall drauf. Ein paar Effekte hat er auf jeden Fall gut drauf. Und ja, feier ich. Feier ich.